Verkäufer sind besser als ihr Ruf, sagt Vertriebsexperte Oliver Bestier. Oliver, was sind denn die größten Ängste der Verkäufer? Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Die größten Ängste sind die Angst vor dem Nein, also die Angst vor Ablehnung. Das ist genetisch bedingt, weil wenn wir früher in einer, sag ich mal, im Urvolk in einer Gruppe ausgeschlossen worden sind und es hieß, nein, du gehörst nicht mehr mit zur Gruppe, sind wir quasi dazu freigestellt worden zu sterben, weil wir nicht allein überleben konnten. Und das ist genetisch bedingt immer noch in uns drin. Und die größte Angst davor ist wirklich, dieses persönliche Nein zu bekommen am Telefon oder beim Kunden. Und deswegen reagieren viele Menschen nicht oder kommen nicht in die Umsetzung, weil sie eben Angst haben, ein Nein zu bekommen. Was macht einen guten Verkäufer aus? Ein richtig guter Verkäufer ist richtig vorbereitet und vor allem er ist auch richtig trainiert. Also ich gebe da immer ganz gerne dieses Beispiel von Cristiano Ronaldo. Warum kann der so erfolgreich Fußball spielen? Weil wenn die anderen schon in die Dusche gehen, ist er derjenige, der nochmal sich den Ball schnappt und nochmal weiter trainiert, um auch wirklich der Beste zu werden. Und im Verkauf ist es genauso. Also du musst wirklich trainieren, 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 um auch der Beste zu werden im Thema Verkauf. Und dann gehst du auch wesentlich lockerer in Verkaufsgespräche rein und kannst auch mit dem Thema Nein viel, viel besser umgehen und daraus ein Ja entwickeln. Man kann sich eben auch diese Angst abtrainieren? Ja, kann man, definitiv. Was sind denn die größten Fehler beim Verkauf? Die größten Fehler, also einer der größten Fehler, der mir immer auffällt, ist Negation. Also jetzt mal angenommen, du hast ein Verkaufsgespräch und jemand sagt dir dann nachher, ja, vielen lieben Dank für den Abschluss, Sie werden es nicht bereuen. Ja, dann bleibt dieses Wort bereuen bei dir im Kopf, also eine Negation. Und wichtig ist es, positive Bilder im Kopf des Kunden zu erzeugen. Und ich habe immer auch noch ein schönes Beispiel aus einem meiner Fälle mit einem meiner Kunden. Die haben eine Spezialbeschichtung für Oldtimer, dass diese Patina immer noch die gewisse Wertigkeit hat. Und die hatten auf ihren Werbebroschüren oder in ihrer Argumentation, hieß es, 90% der Steinschläge kommen nicht durch. Ja, also dass der Kunde sagt, okay, nicht durch, bei mir bleibt durch im Kopf. 10% der Steinschläge werden also immer noch meinen Lack verletzen. Und nur alleine durch diese Veränderung der einzelnen Worte und zu sagen, 9-mal so beständig wie der normale Lack, gibt mir schon ein ganz anderes Gefühl. Ich weiß, okay, mein Oldtimer ist jetzt 9-mal so gut geschützt wie vorher. Mhm. Im Grunde genommen die gleiche Aussage, jedoch eine richtig schöne positive Formulierung. Ja, spannend, das einfach umzudrehen. Ne? Was ist noch ein wirksamer Trick, um ein besserer Verkäufer zu werden? Ja, Vorbereitung. Trainieren. Also ich habe auch immer noch dieses schöne Beispiel von Steve Jobs. Wir alle denken, der rennt mit lockerer Jeans und schwarzem Pullover über die Bühne und präsentiert das neue iPhone. Dass das minutiös vorbereitet worden ist von ihm, also wirklich von ihm simuliert worden ist, dass er wirklich jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Textbaustein schon vorher wusste, wann er was sagt, kann ich für mich als Verkäufer genauso adaptieren, dass ich zum Beispiel mit einem Freund zusammensitze, ihm mal versuche, mein Produkt oder meine Dienstleistung zu verkaufen, der vielleicht gar nicht aus der Branche kommt, ja, also gar keine Ahnung hat wirklich von dem, was ich verkaufe. Und wenn der sagt, ja, das nehme ich, bin ich bestens vorbereitet wieder. Da sind wir wieder beim Training auf das Verkaufsgespräch, was dann reell ist. Weil die Simulation es mir erlaubt, alles so gut es geht schon einmal nachzustellen. Also nimm dir ein Beispiel an Ronaldo und du landest auch als Verkäufer ein Volltreffer. Genau, so ist Danke es. An Vertriebsexperte Oliver Bestier. Dankeschön. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir dein Abo dalässt, du dir auch die anderen Videos auf meinem YouTube-Channel ansiehst und mir, wenn du natürlich möchtest, einen Daumen hoch gibst.